ganze Buch, das hast du jetzt gesagt vorhin, Philipp. Und wir sind natürlich gespannt, was sie dir am innerschweizischen Schwingfest in Einsiedeln machen, wenn der Tele1 dabei ist. Wir sind auf jeden Fall mit dabei. Ich habe mir das auch in der Agenda rot markiert. Wir fangen dort nämlich schon ganz früh am Morgen an, bringen eigentlich 12 Stunden live, also den ganzen Tag. Und wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere, der heute zuschaut, dann auch wieder wird einschalten. Aber eins muss man doch heute sagen, was wir da sehen, dass sie etwas ganz Typisches Entlebucher ist. Das sind nämlich die ganz Entlebucher Sennenhunde. Und wie die Leute sind, sind eigentlich auch die Hunde. Treu, zuverlässig und Wächterfunktionen, die sie übernehmen. Also von dort her ist der Entlebucher Sennenhund, der eigentlich weit über Grenzen aus bekannt ist und beliebt ist, ein Hund, einer von diesen 5 grossen Schweizer Hunderassen. Das ist ja die Nummer 10, eigentlich der Zuchtverband für Schweizer Hunderassen, präsentiert die 5 traditionellen Hunderassen unter dem Motto «Kulturgut auf 4 Pfoten». Das ist der Entlebucher Sennenhund, der Appenzeller, der Berner, der grosse Schweizer Sennenhund und der Bernhardiner. Mhm. Wie ist denn da so der Unterschied? Also, warum gibt es da verschiedene Arten von diesen Hunden, die sich durchgesetzt haben? Ja, ich glaube, das ist etwas, das wahrscheinlich auch mit der Zucht erfolgt, denn eine gewisse Rasse sich herauskristallisiert hat. Wenn wir da würde die Geschichte zurückblättern, ging das bis zu den Römern und weiss der Kucker weit. Aber so weit wollen wir ja heute nicht gehen. Geniessen wir doch die schönen Bilder von diesen 5 Hunderassen, die da sich präsentieren. Übrigens für die Hunde ideales Umzugswetter. Sie müssen nicht schwitzen und man muss die Strasse nicht nass machen, dass sie Schaden leiden. Also ich meine, die Entlebucher haben ein Herz für die Hunde wie für das Vieh. Also es ist schon so, du hast das gesagt, bis über Grenzen aus bekannter Entlebucher, Hund auch. Ich habe das selber erlebt, ich war mal in Amerika. Mein Gastbruder von damals hat auch jetzt einen Entlebucher, seinen Hund. Er hat das mal gepostet auf Facebook und dann habe ich ihm dann ein Foto geschickt vom Entlebuch, von wo auch der Hund wirklich herkommt. Also man sieht, er wohnt in New York, also da gibt's doch, tut man den Namen auch raustragen in die ganze Welt. Das ist ja so wie der grosse Bernhardiner Hund, den wir jetzt gerade hier im Bild haben, auch ein Bild rausgetragen aus dem, der der Retter ist, wo die Leute im Gebirge aus dem Schnee gefahren kann retten. Also so ist auch der Entlebucher Sennenhund ein Hund, der eigentlich ein Markenzeichen ist von der Region. Da muss auch unsere Kamera mal schauen, dass er nicht vom Hund noch abgelegt wird. Ja, man sieht, die haben auch Spass durch den Schnee durch. Also, und denen macht das gar nichts aus, da mit Publikum auf der Seite ihre Meter zu laufen. Ja, der Schweizerische Zuchtverband ist eigentlich sich gewohnt, an diesen Umzügen teilzunehmen. Sie haben zum Ziel gesetzt, dass sie eigentlich sehr breit in der Bevölkerung ihre Hunderassen präsentieren.